So, hallo und herzlich willkommen heute zu unserem Webinar mit dem Thema ArcServe UDP 6.5, heute speziell ausgerichtet auf das neue Update in der Version 4. Mein Name ist Dennis Rotsch, ich bin bei ArcServe hier als Pre-Sales Consultant tätig und ja, bin sozusagen Ihr Ansprechpartner, wenn es um ja, technische Fragen rund um unsere Produkte geht. Und ja, ich habe heute mal diese Präsentation für Sie zusammengestellt, weil wir haben ja vor ein paar Tagen das Update 4 rausgebracht für ArcServe UDP 5 und ich möchte Ihnen heute jetzt einen kleinen Überblick geben, was für Neuerungen wir jetzt in diesem Update halt mitgebracht haben. Kurz zum Organisatorischen. Wir sind mit dem GoToWebinar-Tool unterwegs. Das heißt, Sie sind alle auf stumm geschalten. Wenn Sie Fragen haben sollten, können Sie die gerne über das Chat, über diesen Chat-Bereich stellen in dem GoToWebinar-Tool. Und ich würde dann versuchen, im Anschluss des Webinars versuchen, Ihre Fragen zu beantworten. Ansonsten wird dieses Webinar auch aufgezeichnet. Das heißt, Sie können sich das im Nachgang dann nochmal anschauen. Sowie habe ich Ihnen in dem Tool auch zwei Handouts mit zur Verfügung gestellt, wo Sie einmal nochmal einen Überblick finden zu unseren aktuellen Promotionen und einen Überblick finden letztendlich zu den ganzen Neuerungen, die wir jetzt in Update 4 nochmal zusammengefasst haben. Ja. So, das heißt, schauen wir mal weiter. Das heißt, was möchte ich heute erzählen? Das einmal kurz zu uns als ArcServe, als Unternehmen. Dann möchte ich auf die neuen Funktionen in UDP 6.5 Update 4 eingehen. Ja, Funktionen, die wir bereits hatten, wo wir eine Funktionserweiterung vorgenommen haben, sowie neue Systeme, die wir supporten. Und sowie möchte ich auch einige ja, Teilbereiche letztendlich aus dem Update 4 Ihnen in der Live-Demo zeigen. Ich denke, wir werden so ungefähr eine halbe Stunde brauchen, mit der gesamten Präsentation zuzüglich dann Ihren Fragen, die Sie vielleicht dann noch haben werden. Okay. Ja, erstmal zu uns als ArcServe, als Unternehmen. Wir sind seit ja mittlerweile 35 Jahren am Markt und damit eins der längsten ja, Hersteller am längsten am Markt, die im Bereich Data Protection unterwegs sind. Und zum einen sind wir ja mit dem Thema Take-Back-Up groß geworden. Mittlerweile, das wissen Sie, denke ich jetzt auch, haben wir nicht nur den Bereich Take-Back-Up, sondern machen auch imagebasierte Backup, sprich UDP, machen Hochverfügbarkeitslösungen mit Echtzeitreplikation. Des Weiteren sind wir Hersteller von Backup Disaster Recovery Appliances. Mittlerweile haben wir zwei Cloud-Produkte im Angebot, wo Sie Ihre Daten hin ja, einmal direkt sichern können und auslagern können. Und des Weiteren machen wir seit ja, einigen Jahren auch E-Mail-Archivierung für die rechtssichere E-Mail-Archivierung dann. Ja. Soweit einmal kurz zu uns als Unternehmen. Und dann schauen wir mal auf die Neuerungen, die wir jetzt in Update 4 mit reingebracht haben. Und da gibt es einmal eine Änderung und zwar, oder eine Funktion, die hinzugekommen ist, und zwar sind das die 64 Kilobyte Blockgrößen. Und zwar ist das eine Konfiguration, die man am RPS Recovery Point Server durchführen kann. Das heißt, da haben Sie ja mal die Entscheidung, ob Sie einen Datenspeicher mit Deduplizierung und ohne Deduplizierung auswählen oder betreiben möchten. Und jetzt gibt es hier die Möglichkeit, auch die Blockgröße auf 64 Kilobyte auszuwählen. So, jetzt mag sich der eine oder andere dann fragen, ja, was bringt mir das jetzt? Ich hatte doch vorher schon vier Möglichkeiten, was bringt mir jetzt die 64er? Ganz einfach, den ich habe es hier links mal in so einem Beispiel mal dargestellt und gesagt, okay, wenn Sie jetzt Daten zu sichern haben, brauchen Sie zum Beispiel bei einer 4 Kilobyte Blockgröße, das bezieht sich jetzt hier auf 10 Terabyte, ne, ungefähr 100 Gigabyte an RAM. Bei einer größeren Blockgröße, bei 16 Kilobyte, bräuchten Sie noch 25 Gigabyte RAM. Und bei einer 64 Kilobyte Blockgröße, wären es dann halt nur noch 6 Gigabyte RAM. Das heißt also einmal, das spielt Ihnen oder hilft Ihnen letztendlich dabei, wenn Sie schwächere Systeme haben, die Sie vielleicht nicht mal aufrüsten können, aber trotz dessen noch als Backup-System verwenden möchten, haben Sie hier die Möglichkeit, jetzt eine 64 Kilobyte Blockgröße zu wählen, die dann entweder, wenn Sie den SSD-Modus fahren, weniger Festplattenspeicher auf Ihrer SSD-Festplatte braucht, oder wenn Sie den Hash im RAM betreiben,
denn halt weniger RAM denn halt ja, verbraucht denn dafür. Was man dazu sagen muss, ist allerdings klar, je größer die Blockgröße in dem RPS-Datenstore ist, desto mehr Daten haben sie dann halt auch. Das heißt, die Effizienz der Deduplizierung wird dadurch dann geringer sein. Ja. Zu beachten ist, wenn Sie diese 64 Kilobyte Blockgröße verwenden möchten, dadurch, dass es jetzt mit dem Update 4 neu gekommen ist, gibt es da auch keine Rückwärtskompatibilität zu älteren Produkten. Ja? Das heißt, wenn Sie jetzt noch irgendwo einen RPS-Server betreiben in der Version 6.5 mit dem Update 2 beispielsweise, müssten Sie den entsprechend auch aktualisieren auf das Update 4, damit Sie dann untereinander eine Replizierung dann durchführen können. Ja, ja und diese größeren Blockgrößen bringt neben der geringeren Hardwareanforderung oder Speicheranforderung, nenne ich es mal, auch noch etwas mit sich, was man hier in der Grafik so ein bisschen sehen kann. Und zwar ist es so, je größer die Blockgröße ist, desto besser ist auch die Performance, wenn Sie Daten wieder aus dem Datenspeicher rausholen möchten. Ja, das ist zum Beispiel beim Tape-Export passiert es oder es passiert beim Restore, wenn Sie einfach File-Level-Restores durchführen. Die werden dann halt von der Performance her deutlich schneller vonstatten gehen, als wenn sie jetzt mit einer kleineren Blockgröße dann halt arbeiten. Also ganz einfach, je größer die Blockgröße ist, desto besser ist auch die Performance beim Export der Daten aus dem RPS-Datenstore. Ja, des Weiteren haben wir einen neuen Task-Typ in den Backup-Plänen mit hinzugefügt. Und zwar geht es dadurch um unsere ArcServe Business Continuity Cloud. Ist ja ein Produkt, was wir seit einigen Jahren mit am Markt haben, also unsere ArcServe Cloud. Die gibt es jetzt halt die Möglichkeit herzugehen, wenn Sie Ihre Daten letztendlich on-premise gespeichert haben in Ihrem UDP-System und Sie möchten jetzt hergehen und die Daten auslagern in die ArcServe Cloud, haben wir das direkt als Task-Typ mit hinzugefügt, dass es jetzt von der Konfiguration her Ihnen ja, nochmal ein Stück weit einfacher fällt. Ja? Das heißt, mit dieser ArcServe Business Continuity Cloud können Sie einfach, das ist eine Replizierung von RPS-Server zu RPS-Server und den zweiten RPS-Server, den stellen wir halt in der Cloud zur Verfügung. Und Sie profitieren dann hierbei von unserer quellseitigen globalen Deduplizierung, dass wir wirklich nur noch geänderte Blöcke von Ihrem Backup-System dann in die Cloud transportieren möchten. Und ja, wie gesagt, diesen Task-Typ haben wir jetzt hinzugefügt, sodass Sie dann bei Bedarf Ihre Daten dann in diese ArcServe Business Continuity Cloud dann hin auslagern können. Ja, dann ein weiteres neues Feature, das wurde oft nachgefragt. Das ist die SQL Server Point in Time Restore oder Wiederherstellung, denn wohlgemerkt. Dabei spielt sich das dann letztendlich darauf zurück. Das heißt, wenn Sie jetzt auf einem bestimmten Zeitpunkt hin Ihre Daten zurückspielen möchten, die sich jetzt zwischen zwei Wiederherstellungspunkten befinden, wie jetzt hier in dem Bild dargestellt, also ein Recovery Point und ein zweiter Recovery Point, war es bis dato nur möglich, mit ArcServe UDP in vorhergehenden Versionen. Entweder stellen Sie den Wiederherstellungspunkt wieder her mit den Daten oder Sie nehmen halt den letzteren. Aber dazwischen konnten Sie sozusagen nicht auf die einzelnen ja, Minuten, sag ich mal so, drauf zurückgreifen. Ne? Wir haben ja in UDP die kürzesten Zeitabstände, die Sie definieren können, sind ja alle 15 Minuten. Jetzt gibt es halt auch die Möglichkeit, in diesen Zeitraum dazwischen halt reinzuschauen. Ja. Hierbei ist noch zu wissen, dass dieses ist eine Anwendung, die mit dazugekommen ist. Die wird mit unserem UDP-Agenten mit installiert. Diese Exe befindet sich im Verzeichnis vom UDP-Agenten. Die wird über ein Befehlszeilentool generiert, also das CMD ganz normal in Windows, und kann darüber aufgerufen werden und ja, bedient werden. Und wie man es hier in dem Screenshot jetzt sehen kann, ja, wird das PID entsprechend dann darüber aufgerufen und Sie können dann hier Parameter einstellen, vornehmen. Das PID ist standardmäßig, wenn Sie es installieren, deaktiviert. Das heißt, möchten Sie dieses Point-in-Time-Restore für ein
SQL-Server verwenden, müssen Sie zuvor also auf dem jeweiligen SQL-Server dieses PID erst einmal über ein Befehlszeilentool dann aktivieren, so dass es dann gestartet wird. Und dann brauchen Sie, nachdem das aktiviert worden ist, dann wenigstens einen weiteren Wiederherstellungspunkt oder wenigstens zwei Wiederherstellungspunkte überhaupt, damit Sie das dann halt verwenden können. Ein kleiner Hinweis dazu noch, dieses Point-in-Time-Restore wird nur für agentenbasierte Windows-Sicherungen unterstützt. Das heißt also, haben Sie einen SQL-Server, der irgendwo über eine agentenlose Sicherung arbeitet und Sie möchten dieses Point-in-Time-Restore verwenden, dann müssten Sie den entsprechend dann in einen anderen Plan einfügen, der dann agentenbasiert ist und den dann entsprechend agentenbasiert dann sichern. Ja, des Weiteren haben wir den Support für Cluster Shared Volumes, also sogenannte CSVFS, hinzugefügt. Das heißt, hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, direkt ja, Cluster Shared Volumes halt mitzusichern. Das wird ab UDP 6.5, Update 4 dann unterstützt. Auch dann, wenn Sie zum Beispiel auf diesem Cluster Shared Volume einen SQL-Server in der Version 2014 oder höher drauf liegt, ist das unterstützt. Wie gesagt, hier auch nur in der agentenbasierten Windows-Sicherung. Und aktuell ist es so, dass nur der Tasktyp Fallbackups hier unterstützt wird und die Wiederherstellung ist auch nur für Windows-Systeme dann verfügbar. Und es ist notwendig, dass Sie entsprechend alle Volumes sichern. Ja, das heißt also, eine Ausgrenzung von anderen Volumes, wie es ja in einer agentenbasierten Sicherung möglich ist, ist hier nicht möglich. Ja, des Weiteren haben wir das Backup von Laufwerken ohne Laufwerksbuchstaben, habe ich es mal genannt, mit hinzugefügt. Das heißt also, wenn Sie einfach gemountete NTFS-Verzeichnisse in Ihrem System drin haben, gibt es jetzt die Möglichkeit, durch die Aktivierung dieser Schaltfläche hier unten, Mounted in NTFS-Folders, können Sie jetzt auch sogenannte gemountete NTFS-Verzeichnisse dann halt mitsichern. Das ist auch ein Tasktyp, wie gesagt, der ist für die agentenbasierte Windows-Sicherung dann ab sofort mit dem Update 4 dann freigegeben. So. Ja, dann hatten wir bereits Anfang diesen Jahres das Office 365 SharePoint Online Backup mit hinzugefügt. Das hatten wir in Form eines Patches in Arcs of UDP mit hinzugefügt. Jetzt ist es so, wenn Sie hergehen und das Update 4 installieren, ist diese Funktion von Haus aus direkt mit integriert. Das heißt, da muss kein weiterer Patch oder so installiert werden, dass diese Funktionalität dann freigegeben wird. Anfang vergangenen Jahres hatten wir bereits das Exchange Online mit hinzugefügt und von der Lizenzierung ist es jetzt so, wir haben ja diese Office 365 Lizenzierung. Wenn Sie das jetzt schon gekauft haben, dann ist dieses Feature automatisch mit lizenziert. Ja, das heißt also, alle Features, die wir für dieses Office 365 dann mit hinzufügen, sind in der Lizenzierung dann halt entsprechend mit abgedeckt. Ja. Wir haben ja einmal von der Lizenzierung her das so, dass für alle die Kunden, die zum Beispiel eine sockelbasierte Lizenzierung haben oder eine serverbasierte Lizenzierung und die entsprechend Office 365 sichern möchten, bieten wir eine sogenannte Subscription dafür an, die auf Mailboxen basiert. Die können Sie dann dazu kaufen. Und für alle die Kunden, die zum Beispiel eine Managed Capacity Lizenzierung haben, also die Lizenzierung auf Sicherungsvolumen oder unsere Arcs of UDP Appliance, dort ist diese Sicherung für Office 365 automatisch immer mit inkludiert. Ja? Das heißt, dann wird es dann entsprechend nicht nach Mailboxen lizenziert, sondern da ist einfach diese Funktionalität in dem Sicherungsvolumen dann halt mit drin. Bei der Managed Capacity ist es ja dann eine quellseitige Lizenzierung und bei der Appliance ist es ja dann eine zielseitige Lizenzierung, je nachdem, wie viel Platz auf der Appliance ist. So viel Daten können Sie entsprechend dann auch dann halt mit sichern. Ja, und dann hatten wir
die sogenannte UNC-Pfadsicherung mit UDP 6.5 eingeführt und das im vergangenen Jahr auch so weit möglich gemacht, dass sie direkt in Deduplizierungsdatenspeicher direkt reinsichern konnten. Und jetzt haben wir halt die Funktionalität auch für das NFS-Protokoll mit hinzugefügt, sodass Sie jetzt auch ja, Ihre NFS-Server direkt mit UDP dann halt sichern können. Und das geht auch direkt in einen Datenspeicher mit Deduplizierung dann rein. Ja? Und diesen Task können Sie genauso konfigurieren wie in der UDP-Oberfläche und so, als würden Sie halt eine Windows-basierte UNC-Pfadsicherung halt hinzufügen. Worauf zu achten ist, dass dann auf dem entsprechenden Proxy-Server, der jetzt hier im Bild ist, der mal separat als Server dargestellt ist, muss dann entsprechend der NFS-Client installiert sein, sodass ja, das Protokoll entsprechend dann unterstützt wird dann halt. Ne? Wer jetzt eine kleinere Umgebung hat und zwar vielleicht keinen eigenen Proxy und RPS und nicht alles nicht separat hat, sondern nur einen Backup-Server, muss dann entsprechend das NFS auf dem Backup-System, also der entsprechende, der dann als Proxy fungiert, dann mit installiert sein. Ja, und dann kommen wir mal zu den Hardware-Snapshots. Und zwar ist das ja wie folgt. Wir haben ja in UDP seit geraumer Zeit den Support für Hardware-Snapshots drinne. Aktuell ist das unterstützen wir die Anbieter NetApp, HP3PAR und Nimble Storage. Und wir sind jetzt mit dem Update 4 hergegangen und haben jetzt die letzten Versionen dann von den Systemen mit zertifiziert. Das heißt, bei NetApp ist es das ONTAP in der Version 9.3 und bei Nimble ist es die Version 4.3 dann in diesem Beispiel. Kurz nochmal zu den Hardware-Snapshots, was sich da hinter verbirgt. Das bietet Ihnen letztendlich den Vorteil im Vergleich zu einem Software-Snapshot gehen wir her. Und dann starten wir oder initiieren wir das Backup von unserem RPS-Server und kontaktieren den Hypervisor dann halt direkt und ziehen uns dann die jeweilige virtuelle Maschine oder die Blöcke dieser virtuellen Maschine dann auf unser Backup-System rüber. Und das hat halt den Nachteil, dass entsprechend der Hypervisor, während wir des Backups fahren, halt mehr belastet wird dann halt, ja. Und dass die Nutzer, die dann drauf arbeiten, ja gegebenenfalls ein Performance Benachteiligung dann halt mitbekommen. Und diese Hardware-Snapshots haben halt den Vorteil, dass wir entsprechend über das Storage Array den Snapshot dann antriggern können und gehen so wie hier in dieser Linie dargestellt, holen wir uns den Snapshot dann direkt von dem Storage Array und transportieren das dann direkt auf unser Backup-System, ohne über den Hypervisor zu gehen, sodass die Benutzer dann halt ja, minimal in der Arbeit irgendwo ja, belastet werden. Ja, dann noch ein paar weitere neue Funktionen, die wir in dem Update 4 mit reingebracht haben. Ja, der sichere Start für Linux, mal auf Deutsch übersetzt, also das sogenannte Secure Boot für Linux, wird ab sofort mit unterstützt. Des Weiteren haben Sie jetzt die Möglichkeit, dass Sie das, beziehungsweise das Ausschließen oder Einschließen von einzelnen Volumes in einer Linux Bare Metal Recovery oder wenn Sie zum Beispiel auch eine Instant Virtual Machine booten, können Sie jetzt auch gewisse Laufwerke dann entsprechend ein- beziehungsweise ausschließen. Ja. Des Weiteren unterstützen wir jetzt das Linux Instant VM für Microsoft Hyper-V ab mit in Verbindung mit SMB 2.0 oder höher. Und wir haben zu allerletzt für alle die Kunden, die bereits unsere ArcSoft UDP Appliance verwenden, liefern wir diese UDP Appliance ja mit einer virtuellen Maschine aus, die auf CentOS basiert. Auf dieser virtuellen Maschine, die in dieser Hypervisor-Rolle dann halt betrieben wird, auf dieser Appliance selbst läuft ja unser Linux Backup Agent, sodass Sie dann ja, damit haben Sie dann die Möglichkeit, aus einer Oberfläche herzugehen und auch Linux-Systeme granular wiederherzustellen. Und dieses Betriebssystem basiert bis dato auf der Version CentOS 6.6. Wir haben jetzt in dem Update 4 liefern wir Ihnen ein Upgrade Utility mit. Das ist diese Utility, also diese Linux-Migration.ps1.
Und damit haben Sie die Möglichkeit, mit diesem Skript des CentOS 6.6 auf die Version 7.4 zu migrieren. Und die brauchen wir nämlich dann, wenn Sie aus der Linux-Welt direkt was auf Amazon S3 beispielsweise dann ja, sichern möchten oder für das REFS-Filesystem entsprechend. Ja, was haben wir an neuen Systemen mit hinzugefügt? Also wir haben einmal den Plattform-Support mit eingeführt für vSphere Version 6.7. Sowie haben wir vSphere in der Version 6.5 mit dem Update 2 zertifiziert. Ubuntu in der Version 18.04 ist mit hinzugekommen. SUSE Linux Enterprise Server Version 15. Debian Linux in der Version 8.11, 9.4 und 9.5. Sowie Red Hat, CentOS, Oracle Linux in der Version 6.1 und 7.5. Sowie haben wir die Unterstützung für SQL Server 2012, Service Pack 4. 2016 Service Pack 2 und SQL Server 2017 hinzugefügt. Sowie haben wir unser ArcServe Granular Restore Tool für Exchange 2016 bis zum CU 10 zertifiziert, sowie für Microsoft Exchange Server 2013 bis zum CU 20. Ja, und des Weiteren haben wir noch im Hintergrund sind noch ein paar Aktualisierungen gelaufen. Das heißt, den Apache, den wir betreiben, der wurde aktualisiert, sowie das OpenSSL, Tomcat, die Java-Unterstützung, sowie das VMware Virtual Dist, die Development Kit wurde aktualisiert auf die Version 6.7, sowie die vSphere Web Services und auch die Transport Layer Security, also sprich TSL, wurde jetzt standardmäßig auf die Version 1.2 dann angehoben. Ja, dann noch ein kleiner Hinweis, wenn Sie Ihre Systeme aktualisieren möchten, unterstützen wir die Aktualisierung direkt auf UDP 6.5 Update 4 von den Versionen UDP. Also von den vorherigen 6.5er Versionen mit Update oder ohne Update ist unterstützt. Oder Sie können noch eine Version UDP in der Version 6 betreiben mit den Updates, die wir entsprechend zur Verfügung hatten. Was nicht mehr unterstützt wird, ist, wenn Sie jetzt noch eine UDP 5 Installation haben, dann können Sie jetzt nicht mehr direkt auf UDP 6.5 Update 4 aktualisieren. Das heißt, da müssten Sie den ersten Zwischenschritt machen und erst einmal dann auf Version 6 aktualisieren beispielsweise und dann auf Version 6.5 Update 4. Ja. Okay, dann teile ich Ihnen mal meinen Bildschirm. So. So, und jetzt müssten Sie, glaube ich, meine VMware-Umgebung sehen können. Und dann würde ich Ihnen jetzt erst einmal zeigen, wie Sie zu diesem Update 4 kommen. Und zwar, wenn Sie über arcserve.com gehen, dann gibt es hier oben den Bereich Support und dann können Sie hier auf unser Support-Portal drauf zugreifen. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert vor kurzem. Das war früher auf Zendesk aufgebaut. Jetzt ist es so, ist die Seite support.arcserve.com und dann können Sie hergehen auf UDP, ArcServe UDP und dann gibt es hier die entsprechenden ArcServe UDP Downloads und dann gibt es hier auch entsprechend schon die Benachrichtigung, dass 6.5 Update 4 verfügbar ist. Und dann finden Sie hier eine Liste mit einem Haufen an Downloads. Bei den ersten Downloads ist es so, das sind reine Update-Installer. Das heißt, dafür bräuchten Sie entsprechend, müsste UDP wenigstens in der Version 6.5 installiert sein. Dann können Sie entsprechend hier diese ersten Download-Pakete verwenden, um entsprechend das komplette UDP zu aktualisieren, also sprich Konsole, Recovery Point Server und Agent. Oder hier gibt es auch ein einzelnes Update-Paket, was rein den Windows-Agenten dann halt betrifft. Ja.
So, ein bisschen weiter, wenn Sie ein bisschen tiefer scrollen, gibt es dann ein sogenanntes Remastered-Bild, heißt es hier. Und wenn Sie das runterladen, dann haben Sie halt einen komplett neuen Release-Stand. Das heißt, das ist UDP 6.5 und das Update 4 ist da drin direkt integriert halt. Ja? Das heißt, das können Sie auch verwenden, entsprechend für eine neue Installation, oder man kann es auch verwenden letztendlich, um entsprechend zu aktualisieren. Und des Weiteren hier unten nicht zu vergessen, der Linux-Agent, das ist immer ein separater Download, der wurde entsprechend jetzt auch auf das Update 4 dann angehoben. Ja, die ganze Release-Dokumentation finden Sie hier unten dann auch. Das heißt hier, wenn Sie darauf gehen, da sehen Sie dann nochmal die genaue Beschreibung letztendlich, was ist in jedem einzelnen Funktion drin, welche Fixe wurden mit implementiert, welche Features sind neu dazugekommen und so weiter halt. Ja. Okay, dann gehen wir mal zurück auf Arcs of UDP und schauen mal an der Funktionalität, was ist mit dazugekommen wieder. Und zwar haben wir, wenn Sie jetzt neue Nodes hier in das System hinzufügen, gibt es die Möglichkeit, Nodes jetzt auch von einem File zu importieren. Das heißt, Sie haben irgendwo ein CSV oder ein Textfile und haben da eine Liste an Servern jetzt beispielsweise inkludiert. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, dieses File halt entsprechend zu verwenden und Ihre Systeme anhand von einem Text- oder CSV-File dann in UDP zu importieren. Hier ist es jetzt so, macht er direkt einen Check, ob es die Systeme auch gibt. Das wird bei mir jetzt fehlschlagen, weil es einfach mal ein Beispiel ist. Server 1, 2 und 3, die existieren bei mir jetzt hier nicht. Sie können das dann entsprechend dann hier darüber in die Konsole dann mit hinzufügen. Ja, das ist freigegeben für alle physikalischen Server. Diese Funktionalität können Sie dann ab dem Update 4 dann verwenden. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Ich hatte ja von der Arcs of Business Continuity Cloud gesprochen und ich gehe jetzt mal hier in einen bestehenden Backup-Plan rein. Und wenn Sie jetzt in die Continue Cloud von Arcsurf replizieren möchten, dann fügen Sie einfach Ihrem Backup-Task hier einen weiteren Task hinzu und dann ist jetzt als Task-Typ Replicate to Arcsurf Cloud hier entsprechend mit dazugekommen und Sie können dann hier am Ziel Ihre ja, Login-Daten, die Sie dann von uns bekommen haben, mit hinterlegen und Ihre Backups direkt von Ihrem On-Premise-UDP-System nehmen und direkt mit dem RPS-Server in der ArcSurf Cloud dann replizieren. Okay. Dann schauen wir uns nochmal an und zwar, wenn wir jetzt mal einfach die NFS-Sicherung mal betrachten, gibt es ja als Tasktyp hier diese UNC-Pfad-Sicherung. Jetzt ist da NFS halt mit dazugekommen. Wenn Sie jetzt hier ein Verzeichnis mit hinzufügen, haben Sie jetzt halt diese Auswahlmenüpunkte hier, ob es jetzt ein SMB oder ein NFS-Pfad ist und können dann hier entsprechend auch Ihre NFS-Pfade ab sofort direkt mit UDP dann absichern. Ja. So, schauen wir uns nochmal diese Sicherung ohne Laufwerksbuchstaben an. Dazu nehme ich mir mal meine Exchange-Server-Sicherung. Das ist eine physikalische Maschine. Und wenn Sie dann hier unten, ist standardmäßig immer aktiviert Backup All Volumes. Und jetzt können Sie hier auch aktivieren, dass entsprechend dann gemountete NFS-Folder dann halt mitgesichert werden sollen und können diese dann jetzt entsprechend mit dem Update 4 dann direkt mitsichern. So, und für alle diejenigen, die auch unsere Hardware-Snapshots gerne verwenden möchten, nochmal ein Hinweis darauf, gibt es halt hier die Möglichkeit, in UDP erstmal sogenannte Storage Array hinzuzufügen. Das hatte ich ja vorhin angedeutet, dass wir da die NetApp, die HP, 3PA und die Nimble-Systeme aktuell unterstützen. Und damit haben Sie dann die Möglichkeit, in dem Backup-Plan, wenn wir jetzt mal klassischerweise mal VMware einfach nehmen, hier die Möglichkeit herzugehen und dann den sogenannten Hardware-Snapshot zu verwenden. Das befindet sich dann hier in dem Advanced-Bereich. Es ist standardmäßig so eingestellt, dass Sie über Software-Snapshots arbeiten können und hier können Sie dann auf die sogenannten Hardware-Snapshots umschalten und dann würden wir entsprechend
die virtuellen Maschinen oder die Blöcke, die zu sichern sind, dann halt direkt von dem Storage-Array dann in UDP dann transportieren. Okay. Dann kommen wir nochmal, anfangs hatte ich es erwähnt, haben wir in UDP jetzt ja eine neue Blockgröße mit hinzugefügt. Das heißt, wenn Sie jetzt hierher gehen und sich einen neuen Datenstore einrichten, gibt es hier die Möglichkeit, dann jetzt diese 64 Kilobyte Blockgröße zu konfigurieren, um ja, entsprechend bestmögliche Performance aus dem Deduplizierungsdatenspeicher dann halt rauszuholen. So, jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, das ist vielleicht für mich ein Thema, weil ich vielleicht meine aktuellen Hardware-Performance-Probleme habe, wenn ich vielleicht Daten auf Tape irgendwo exportieren möchte. Gibt es denn die Möglichkeit, jetzt die vorhandene Blockgröße von dem Datenstore zu ändern? Das geht so nicht. Das heißt, eine Blockgröße, die auf einem Datenstore einmal konfiguriert ist, die ist sofern nicht mehr änderbar. Was Sie dann machen möchten, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Datenspeicher mit 8 Kilobyte beispielsweise konfiguriert haben und Sie sagen, okay, ich habe jetzt Performance-Probleme und ich möchte gerne in einen Datenspeicher replizieren oder meine Daten zukünftig über einen 64 Kilobyte Datenstore verwenden, dann gibt es halt ja, zweierlei Ansätze, die man dann halt betreiben kann. Erst einmal müssen Sie sich so einen Datenstore mit 64 Kilobyte Blockgröße dann einmal einrichten. Und dann muss man sich zwei Fragen stellen, weil Sie brauchen zwischenzeitlich, um diese Daten umzukopieren, brauchen Sie zwischenzeitlich halt mehr Speicherplatz auf dem Backup-System drauf. Und was man auch beachten muss, ist, dass natürlich Sie auch wirklich mehr Disk-Datenspeicher brauchen im Vergleich zu einer kleineren Blockgröße dann halt. Und da gibt es dann halt zwei Ansätze, die man betreiben kann. Entweder man geht her und sagt, okay, ich möchte jetzt über diese 64 Kilobyte Blockgröße arbeiten. Dann können Sie hier einen sogenannten Jumpstart machen und von dem einen Datenspeicher Ihre ganzen Backups und Ihre Herstellungspunkte von dem einen Datenstore in den anderen Datenstore kopieren über diese Jumpstart-Funktion. Oder was Sie auch machen können, ist, Sie können hergehen und dann einfach Ihre Backup-Pläne einfach auf den neuen Datenstore zeigen lassen und lassen den neuen Datenstore dann einfach die Backups dort reinlaufen. Was man dann allerdings wissen muss, die ersten Backups, die dann starten, sind immer automatisch, sind dann immer Voll-Backups, weil es klar ist, ein neuer Datenstore und dadurch brauchen wir dann erstmal alle Blöcke, die vorhanden sein müssen. Ja. Okay. Ja, soweit einmal zu der Übersicht zu den Funktionen, die in ArcServe UDP neu mit dazugekommen sind. Und dann möchte ich noch so ein paar auf ein paar kommende Veranstaltungen hinweisen, bevor ich Ihre Fragen gleich beantworte. Und zwar sind wir am 31. Oktober in der Schweiz auf der Vogel IT Cloud Konferenz unterwegs und am 7. November haben wir ein gemeinsames Webinar mit dem Bitdefender. Erwartetes, Unerwartetes. Da geht es sozusagen um Cyber Security, wie sich da am besten Ihre ja, Security-Systeme sichern können und das Backup-System davor schützen können. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, ich hatte Ihnen in den Handouts auch aktuelle Promotions mit dabei gelegt. Das heißt, wir haben eine aktuelle Promotion für unsere ArcServe UDP Appliance. Das ist dann für alle diejenigen interessant, die jetzt vielleicht zum Ende des Jahres ihr Backup-Server nochmal wechseln möchten, bieten wir auch Hardware-Appliances an und da gibt es aktuell, wenn Sie eine kaufen, kriegen Sie die zweite direkt kostenfrei mit doppeltem Speicher dazu, sodass Sie Ihre Backups dann redundant dann auf zwei Geräten dann halten können. Und wer dann noch weitere Informationen zu möchte, können sich das im Handout-Bereich runterladen oder Sie kontaktieren einfach unseren Sales dazu, die würden Ihre Fragen dazu dann natürlich gerne beantworten. Okay, dann komme ich mal zu Ihren Fragen, die Sie gestellt haben. So, jetzt kam eine Frage. Kann man mit ArcServe UDP auf mehrere externe Festplatten sichern? Ja, also was man einmal machen kann, ist, man kann in UDP, man hat immer ein primäres Backup-Ziel, was zu definieren ist.
Und dann gibt es die Möglichkeit, herzugehen und diese Backups nochmal über diesen Task Wiederherstellungspunkte kopieren, beispielsweise auf eine weitere Festplatte nochmal auszulagern. Das kann entweder eine lokal angeschlossene USB-Festplatte sein oder es gibt halt die Möglichkeit, dass das auch Netzlaufwerk oder NAS-System oder ähnliches ist dann halt, ne? So, dann gibt es noch eine Frage zu der automatischen Agentenaktualisierung, dass diese deaktiviert ist. Ist es so in UDP, wenn Sie wenn Sie den zentralen Server aktualisieren auf UDP mit dem Update 4, dann ist es so, werden nicht die Agents automatisch direkt ausgerollt. Eine Agent-Ausrollung passiert dann, wenn Sie das manuell antriggern, einmal über die Konsole, ja. Oder wenn Sie hergehen und an irgendwelchen Plänen irgendwelche Veränderungen vornehmen und die speichern, dann wird der Agent sozusagen dann auch ausgerollt. Dann noch eine Frage zu dem PID. Gilt dies auch für Oracle-Datenbanken? Nein, aktuell sind SQL-Server, also Microsoft SQL-Server nur freigegeben. Was ist mit der Unterstützung von Windows 2019? Ist aktuell in der Bearbeitung wird, denke ich, in naher Zukunft wird es da Aktualisierung von unsererseits dann für geben. So. Dann noch eine Frage: Wann kommt der Support für das ONTAP-Version 9.4? Soweit ich weiß, ist das auch in Bearbeitung. Wird es auch in naher Zukunft ein Update geben, dass das direkt mit unterstützt wird. So genau das gleiche gilt für das CU11 für den Exchange Server 2016. So, dann hatte ich eine Frage noch. Kann beim Dedup-Speichern die Blockgröße nachträglich geändert werden? Nein, das geht nicht. Das hatte ich, glaube ich, gerade erwähnt nochmal. Dafür, wie gesagt, muss das mit dem Umkopieren des Datenstores dann vorgenommen werden. So, dann noch eine Frage. Kann man mittlerweile als AWS-Backup-Ziel auch inkrementell sichern? Also AWS ist denn das Amazon mit gemeint? Nein, aktuell, soweit ich weiß, nicht. Werden immer komplette Wiederherstellungspunkte dann hochgeladen. Das ist auch im Stand Update 4 noch so. So. Dann ist es so, wird noch immer eine wöchentliche Überprüfungssicherung empfohlen. Überprüfungssicherungen sind ja dafür da, da geht UDP her und vergleicht ja die Blöcke von dem Quell mit dem Zielsystem. Normalerweise braucht man Überprüfungssicherungen nicht unbedingt verwenden, es sei denn, man hat irgendwo ein Problem mit seinem Backup-Speicher, dass der irgendwo nicht konsistent ist oder ähnliches. Oder vielleicht auch nicht genug Daten verarbeiten kann, oder irgendwo Probleme halt mit dem Backup-Speicher. Sofern Sie das nicht haben, brauchen Sie auch keine Überprüfungssicherung durchführen, sondern können ganz normal inkrementell Forever sichern. So, und dann noch eine Frage: Ist es notwendig, ein neues BMA-Image zu erstellen nach dem Update 4? Können Sie auf jeden Fall machen, weil da entsprechend die neuen supportenden Funktionen mit drin sind. Das gilt sowohl für die Windows als auch für die Linux-Welt, weil wir auch in dem Linux-BMA haben wir neue Funktionen mit hinzugefügt. Das heißt, da sollten Sie sich auf jeden Fall, wenn Sie die verwenden möchten, auch eine neue ISO dann dazu erstellen. So, der Job Wiederherstellungssicherung kopieren. Läuft immer noch über den Agent, der zuvor auch gesichert hat und nicht über den RPS-Server selbst. Ja, Ausgangspunkt dafür ist immer der UDP-Agent auf dem Quellsystem, der kopiert letztendlich die Daten auf das Ziel rauf und nicht. Die Daten werden nicht über den RPS-Server dann erst auf dieses zweite Ziel dann halt drauf kopiert. Kann der RPS-Speicher separat auf Tape gesichert werden? Ja, das geht.
Und zwar, wir haben diese Funktion ja auch direkt jetzt mit integriert in dem ArcServe Backup 17.5 mit dem Service Pack 1. Haben Sie einen Reiter in dieser Sicherungshierarchie in ArcServe Backup drinne, da steht dann UDP-Wiederherstellungspunkt-Server oder auf Englisch Recovery-Point-Server dann drinne. Und da können Sie jetzt hergehen, auch direkt den ganzen Datenspeicher von ArcServe UDP direkt dann mit auf Tape schreiben dann halt. Das ist ideal dann auch für die Kunden, die sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht kein Budget für einen zweiten Backup-Server, um die Daten dahin zu replizieren. So haben Sie dann die Möglichkeit, den ganzen Datenspeicher mit ArcServe Backup dann auf Tape dann auszulagern. Und das ist jetzt auch so, das ist mittlerweile von der Lizenzierung auch in Ihren UDP-Standard- und Advanced-Lizenzen bereits mit inkludiert, ist diese Funktionalität. So, dann noch eine Frage. Wenn ich meine Blockgröße auf dem Dedup vergröße, muss ich vermutlich aufpassen, dass meine UDP Managed Capacity-Lizenz noch ausreicht. Nee, dem ist nicht so. Und zwar ist es so, dass diese Managed Capacity-Lizenz eine quellseitige Lizenzierung ist. Das heißt, ob Sie jetzt einen Datenspeicher ohne Deduplizierung oder mit der kleinsten Deduplizierung verwenden, spielt von der Lizenzierung her bei der Managed Capacity Lizenzierung keine Rolle, weil wir zählen ja halt die Summe Ihrer gesicherten, also die Datenmenge Ihrer gesicherten Systeme dann halt. Das heißt, wenn Sie auf Ihren Quellsystem 5 Terabyte an Daten haben und Sie ändern irgendwo was am Ziel, an der Blockgröße, haben Sie an der Quelle weiterhin 5 Terabyte an Daten. Ja? Das heißt also, da verändert sich nichts. Das ist dann interessant für alle UDP-Appliance-Kunden, weil die Appliance ist ja eine zielorientierte Lizenzierung. Das heißt, da können Sie ja so viele Systeme sichern, wie Sie halt Datenspeicherplatz auf der Appliance dann halt vorhalten. Und dabei ist es so, wenn Sie auf der Appliance dann die Blockgröße verändern, dann kriegen Sie natürlich auch weniger Backups dann halt untergebracht. So, und dann noch eine Frage: Benötigt der Agent nach dem Update einen Neustart? Nein, das ist nicht so. Sie können alle Agenten ausrollen, ohne das System neu zu starten. So, wie kann ich den RPS über ArcServe Backup auf Band sichern? Das hatte ich, glaube ich, gerade erklärt. Wer sich das gerne mal anschauen möchte, dazu hatte ich mal einen Webcast aufgenommen. Den finden Sie auf unserem YouTube-Kanal drauf. Das heißt, wenn Sie die ArcServe-Seite auf unserem YouTube-Kanal öffnen und ein bisschen weiter runter scrollen, dann werden Sie einen Kanal finden, der heißt ArcServe Dach. Also steht für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und da sind alle deutschen Webinare drin. Und da gibt es ein spezielles Webinar, das heißt Tape Export. Und da sind alle Schritte mal drin gezeigt. Da habe ich mal ein Webinar gemacht. Es geht so eine halbe Stunde, welche Möglichkeiten Sie haben, denn den Datenspeicher dabei dann auf Tape auszulagern. So, ist es auch geplant, einzelne Ordner aus agentenlosen Sicherungen auszuschließen? Bisher kann man nur einzelne Volumes ausschließen. Meines Wissens nicht geplant, weil wir eine blockbasierte Lösung sind. Machen wir immer Snapshots sozusagen von gesamten Laufwerken. Das heißt also, ein Ausschluss von einzelnen Ordnern ist mir nicht bekannt, dass wir das aktuell planen. Dann noch eine Frage: Wenn ich jetzt auf UDP Update 4 aktualisiere, brauchen wir dann noch weitere Aktualisierungen in ArcServe Backup? Nein, das ist nicht so. Das reicht, wenn Sie den letzten Stand installieren. Das ist die Version 17.5 mit dem Service Pack 1, ist entsprechend dann untereinander kompatibel. So, dann noch eine Frage: Wo ist die aktuell installierte Client-Version zu sehen? Da können Sie, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Agent, der unten in der Ecke läuft, raufklicken, gibt es da so ein Infofeld und da können sich die Versionen dann anzeigen lassen.
Oder wenn Sie in der ArcServe UDP-Konsole sich befinden, dann gibt es auch in dem oben rechts gibt es so eine Hilfetaste und da können sich dann auch die Versionshinweise dann dazu anzeigen lassen. Und Sie können auch, wenn Sie das möchten, können Sie über die ArcServe UDP-Konsole oder wenn Sie nur den Agent installiert haben, gibt es da auch eine automatische Update-Funktion. Das heißt, er lädt Ihnen dann die neue Version dann runter und Sie können die direkt diese automatische Update-Funktion dann installieren. So. Können in dieser Version Copy-to-Tape-Aufträge abgebrochen werden oder müssen diese Aufträge immer noch abgearbeitet werden? Copy-to-Tape-Job kann abgebrochen werden, dann über die ArcServe Backup-Konsole entsprechend. Besteht die Möglichkeit, die inkrementellen Backups aufs Band zu sichern? Okay, das geht nicht. Und zwar, wenn Sie was aus UDP exportieren, ist das immer das letzte Vollbackup. Also es ist immer ein Vollbackup, was exportiert wird, egal ob Sie es jetzt auf Band schreiben oder auf irgendwie einen NAS-Speicher oder so speichern dann, ne? So, wie lassen sich am besten zwei Recovery Points replizieren? Kann man dann auch RDX-Laufwerke sichern? Ja, das geht auch. Also, es gibt die Möglichkeit, genau über diesen Punkt Wiederherstellungspunkte kopieren. Das ist einfach ein weiterer Task, den man in den Backup-Plänen von UDP hinzufügt. Gibt es dann die Möglichkeit herzugehen, diese Wiederherstellungspunkte zu kopieren und als Ziel geben Sie Ihr RDX-Laufwerk ein. So, und jetzt ist, wie ich zuvor gesagt habe, ist der Ausgangspunkt, also derjenige, der kopiert, immer der zu sichernde Server selbst. Das heißt, der zu sichernde Server selbst muss irgendwie Ihr RDX-Laufwerk erreichen. Und das erreichen Sie dadurch, indem Sie es einfach per Netzwerk freigeben und in UDP tragen Sie dann einfach den UNC-Pfad von Ihrem RDX-Laufwerk ein. Und dann können Sie definieren, wie viele Wiederherstellungspunkte, also wie viele tägliche, wöchentliche oder monatliche Sicherungen entsprechend darauf gespeichert werden sollen. Und definieren Sie entsprechend dann zwei beispielsweise. Und dann haben Sie immer die letzten zwei Wiederherstellungspunkte auf Ihren RDX-Laufwerken dann halt drauf. So, jetzt muss ich mal schauen, nicht, dass ich hier die Übersicht verliere. Wir haben sehr viele Fragen heute hier. So, lässt sich bei der Virtual Standby-Funktionalität die Hardüberwachung dauerhaft abschalten? Bin ich nicht hundertprozentig sicher. Es könnte sein, dass wir dazu einen Eintrag in der Registrie zu haben. Würde ich Sie bitten, dass Sie einfach mal beim Support nachfragen, ob es da eine Möglichkeit gibt. Also 100% weiß ich es nicht. So, kann ich aus einem Dedup-Speicher nicht dedupliziert in einen Speicher sichern, zum Beispiel Data Domain? Kann ich in einen Dedup-Speicher? Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz kriege. Also, welche Möglichkeiten haben wir, um die Daten zu replizieren letztendlich dann halt? Also, was supportet ist von unserer Seite, dass Sie einen Nicht-Dedup-Datenspeicher konfiguriert haben. Sie können dann in einen Dedup-Speicher rein replizieren die Daten. Das geht, aber Sie können von einem deduplizierten Datenstore nicht in einen Datenspeicher ohne Deduplizierung rein replizieren. Das würde nicht gehen. Was Sie machen können, ist, Sie können Ihren Datenspeicher ohne Deduplizierung von ArcServe UDP ausgesehen auf einen Speicher legen, zum Beispiel Data Domain, und können dort die Deduplizierung aktivieren. Dann würden Sie allerdings diese quellseitige Deduplizierung dann verlieren, die ja nur in unserem Datenspeicher dann halt fungiert. So, braucht man eine extra Lizenz für ArcServe Backup 17.5
um die Daten von einem RPS auf Tape auszulagern. Nee, das ist nicht so. Und zwar in ArcServe UDP Standard und Advanced haben Sie immer eine Basic Tape Integration mit drin, so sagen wir dazu. Das heißt, Sie können auf ein einzelnes LTO-Laufwerk beispielsweise Ihre Daten auslegen oder auf eine Library, die nur ein Laufwerk hat. Diese Lizenz ist auch schon immer in der UDP Standard Advanced mit enthalten. Ja, in der UDP Premium, die brauchen Sie dann, wenn Sie auf eine Tape-Library auslagern möchten, die jetzt mehr als ein Laufwerk verbaut hat. Ja. So. Okay. Dann gab es noch UDP Update 3, hatte bei uns ein Problem, dass die Transaction Logs vom Exchange 2013 abzustellen, wurde das Problem behoben. Ich bin der Meinung, das wurde bereits zuvor schon behoben. Das sind in der Regel Einträge in der Registry oder es gab einen Fix halt dazu. Also alle Fixe, die jetzt so einzeln zur Verfügung standen, die wir nach Update 2 bis 3 rausgebracht haben, sind in dem Update 4 dann mit eingearbeitet worden, sodass sie die denn durch die Installation von Update 4 dann da direkt alle mit drauf haben. So, das Update 4 darf nicht eingespielt werden, solange noch über ArcServe Backup eine Sicherung auf Band läuft. Ist das richtig? Ja, das ist nicht zu empfehlen, weil wir aktualisieren entsprechend auch den Recovery Point Server Service und den UDP Agent und die sind ja entsprechend dafür zuständig, die Daten letztendlich aus dem Datenstore auf das Band oder über ArcServe Backup auf das Band zu sichern. Und deswegen ist es nicht zu empfehlen, während noch ein Tape-Export läuft, das Update dann zu starten. So, nochmal die Frage, kann man auf RDX-Laufwerke sichern? Ja, das geht immer noch. So, dann noch eine Frage zu dem Handout mit der ArcServe UDP Appliance. Sind das pro Woche, pro Monat oder pro Jahre? Die ArcServe UDP Appliance ist ja von uns ein Backup-Server, den Sie dann kaufen. Der gehört Ihnen ja denn. Das heißt, diese Appliance hat dann eine gewisse Kapazität, sage ich jetzt mal so, die hat jetzt, was weiß ich, 20 Terabyte oder 32 Terabyte. Und Sie können in diesen Preisen sind jetzt, da ist jetzt 3 Jahre Wartung und Support mit inkludiert. Und Sie können dann hergehen und letztendlich so viele UDP oder so viele Server Sie sichern, wie Sie möchten, dann halt. Ne? Das heißt, die Lizenzierung ist basierend auf der Speichermenge, die in der Appliance dann halt drin ist. Das heißt, Sie brauchen zu der Appliance auch keine UDP-Sockel-Software mehr kaufen oder keine Managed Capacity-Lizenzen oder so kaufen. Da gibt es nur die Appliance und damit haben Sie alle Ihre Lizenzierung, ist die komplette Lizenzierung dann abgedeckt und Sie haben alle Funktionen, die wir in UDP aktuell zur Verfügung stellen. Ja? Aktuell ist diese Promo auch so ausgelegt, dass es die mit UDP Premium und UDP Premium Plus, also das komplette ArcServe Backup und auch das komplette ArcServe RHA ist damit dann kostenfrei dann auch in dieser Promotion dann mit enthalten, die meines Wissens bis Mitte Dezember irgendwann gilt. Okay, so, das war eine lange Liste an Fragen. Jetzt müssen Sie verstehen, wenn ich jetzt einen hier überlesen habe, bitte das zu entschuldigen. Wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben sollten, die Ihnen vielleicht im Nachhinein einfallen, können Sie mir gerne eine Mail schreiben an dennis.rotsch@arcsoft.com und mich kontaktieren oder oder Sie rufen einfach bei uns hier an der Hotline an und drücken auf Pre-Sales, dann haben Sie mich auch. Ja, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Bis dahin, ciao.